Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Paper 2, die Legende von Meontor. Wir werden jetzt die Kämpfe in der ersten Liga weitermachen. Die nächsten Gegner sind die Stachelsteine und wenn ich mich richtig erinnere, sind das die Dornhards. Hallo Bomber, damit du aus dem Kampf anmelden. Also gut, dein folgender Gegner ist gegen Wedder Frank. Ach, du kämpfst gegen die Stachelsteine. Im folgenden Kampf sollst du deinen Gegner innerhalb von 5 Runden schlagen. Ich bin danach bei meiner Freundin verabredet. Nimm mal so etwas Rücksicht. Und sag mir einen guten Kampf. Denn wenn es wirklich die sind, dann habe ich jetzt einen Vorteil. Denn ich habe mir jetzt kurz wieder einen Pau-Block gegönnt. Bin halt dafür wieder nach Brütenwelle gegangen, weil dort sind sie günstig. Und ich weiß nicht, ob es einen Falkenhelm welcher zu kaufen gegeben hätte. Ja, und das sind die Dornhards. Gegen den folgenden Kampf sind der Krawallkämpner Bomba Luigi und die wandelnden Waffen, die Stachelsteine. Wir lassen uns niemals besiegen. Hehehe, ja, nicht zerfetzen. Also das mit den 5 Runden, das ist easy. Der Kampf wird nicht lange gehen. Powerblock und weg seid ihr. Tschüss. Geben noch sehr gute Sternpunkte, weil wir sind halt noch Zwischengegner gewesen im ersten Kapitel. Und gewinnen ist Bomba Luigi. Das war ja ein Kinderspiel. So, und Rang 6, das wird dann auf jeden Fall witzig. Da kann ich dann den Level-Trick zeigen. Weil vorher kommen noch die Schattenparas, wenn ich... Sammel die Schattengänge. Mare, ich glaube, du hast schon wieder eine Mail bekommen. Ich frage mich nur, was es diesmal sein könnte. Geh in die Bar vor der Arena. X. Schon wieder von X? In die Bar sollen wir gehen? Wer diese X-Wahl ist? Ja, das würde mich auch gerne interessieren. Vielleicht werden wir es dann gleich erfahren. Vielleicht will uns in der Bar treffen, wer weiß. Aber er hat Interesse von uns erst bekommen, als wir in der ersten Liga aufgestiegen sind. Das heißt, er möchte oder sie ein starker Kämpfer. Warum ausgerechnet mich? Gut, das kann bitte denjenigen gerade fragen, falls er noch in der Bar ist. Okay. Oh, hallo Bomba. Ich hab dich erwartet. Warte mal, bist du der Informant? Nee. Weißt du, gerade eben lag dieses Ding mit einem Brief von meiner Bar. In dem Brief stand, ich solle dir das überreichen, wenn du kommst. Bitteschön. Wow, wer auch immer es ist, hat mir gerade einen Superhammer geschenkt. Hallo, ich bin Titania. Schön, dich mal wieder zu sehen. Du hast den Superhammer bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Nun kannst du mit dem Hammer noch effektiver angreifen. Außerdem kannst du den Hammer jetzt auch anders benutzen. Üben wir es doch gleich mal. Es ist etwas schwierig, aber du wirst es schon meistern. Wenn du B gedrückt hast und den Dingen Stress, verdreht sich dein Körper. Lässt du B los, verfügst du einen Wirbelschlag aus. Es ist wichtig, dass du lange drehst, bevor du B loslässt. Also gedrückt und drehe Ding, lasse dann B los. Super, das hast du toll gemacht. Willst du es noch einmal probieren? Nee, das habe ich schon perfekt hingekriegt. Sehr gut, du beherrschst den Wirbelschlag jetzt also perfekt. Mit dem Wirbelschlag kannst du auch diese großen Blöcke jetzt stören. Natürlich kannst du den Wirbelschlag auch im Kampf benutzen. Also dann, bis bald. Viel Glück bei deinem Abenteuer. Und gleichzeitig ist jetzt auch unser Hammerangriff um 1 stärker geworden. Jetzt haben wir sozusagen eine Hammerangriffskraft von 3, wenn man jetzt einen Kraftplus noch dazu nimmt. Das sieht ja aus wie das neueste Hammermodell. Ein wahres Prachtstück. Schau dir nur diesen eleganten Griff an. Man sagt, dieser Hammer sucht sich seinen Besitzer selbst aus. Bestimmt ein Geschenk von einem begeisterten Fan. Aber warum hat er es nur in der Bar abgegeben? Wenn es wirklich ein Fan von dir ist, hätte er ihn dir doch direkt geben können.
Mario, schon wieder eine Mail. Zerstöre den Block in der Garderobe der zweiten Liga. X. Wir sollen den Block in der Garderobe der zweiten Liga zerstören? Da muss es irgendetwas Spannendes geben. Wollt du recht, dass das du recht? Stellt sich nur die Frage, wie kommen wir in die zweite Liga rein? Wir sind ja Erstligist. Und die dürfen ja eigentlich ja nicht in den anderen Räumen rumlungen. Oder vielleicht, wenn wir nicht fragen, vielleicht kommen wir da mal rein. Sagen wir so, wir hätten etwas vergessen und wollen es holen. Hallo Bomba. Gerade habe ich die Nachricht erhalten, dass du in der zweiten Liga bist. Kommt mir irgendwie spanisch vor. Bitte, geh durch. Okay. Na, wie gefällt's euch hier, hä? Hä? Bomba, was machst du denn hier? Ich hab etwas vergessen. Es liegt da hinter dieser Flickwand. Ja, da oben ist etwas. Du bist keine Sorge macht, dass da noch irgendetwas wichtig versteckt ist. Das ist nur dies hier. Papiere halten. Papiere mit Notizen. Sie scheint sehr wichtig zu sein. Bomba, das ist ein Bericht über das Sternjuwel. Irgendjemand hat das wissenschaftlich untersucht, da ist sogar ein Foto. Aber wer hat das hier? Sehr verdächtig. Oh oh. Hey, Jetta, was habt ihr da zu suchen? Das ist die Garderobe der zweiten Liga. Kämpfen der ersten Liga ist dazu dir verboten. Ich hab da was verloren. Ich wollte nur wiederholen. Außerdem habt ihr den Block an der Wand zerstört. Was hat das zu bedeuten? Und was du da gefunden hast, das werde ich an mich nehmen. Hey, der Ziegel, dieser Bericht hätte uns bestimmt weitergeholfen. Zumindest ist jetzt klar, dass das Sternjuwel wirklich hier in der Arena ist. Ja. Das beweist schon mal. Und irgendjemand hat es auf jeden Fall untersucht. So, weiter im Text. Kämpfen wir einfach weiter. Vielleicht meldet sich ja X nochmal. Es ist halt nur doof, dass man jetzt den Bericht nicht dir geben kann. Oder dem. Weil vielleicht wollte der oder diejenige einfach den Bericht haben. Naja, nächster Kampf bitte. Das wäre nämlich die Schattengang. Hallo Bomba, du möchtest dich also zum Kampf anmelden? Also gut, dann fangen den Gegner. Das Gang werde ich auf Rang 7. Du kämpfst gegen die Schattengang. Im folgenden Kampf solltest du auf keinen Fall angreifen. Deine Partner sind beim Publikum sehr beliebt. Gib ihnen eine Chance, sich zu zeigen. Und seid mir einen guten Kampf. Sind dann bei Partner auch ich erlaubt? Nein? Schade. Denn ich wollte jetzt gerne kämpfen. Weil ich bin ja nur der Manager und darf ja nur Mario unterstützen. Du halt nicht im Kampf. Ich gehe in empfangen Kampf sind der Krawallkämpfer Bomba Luigi und die unaufhaltsam die Schattengang. Lass uns niemals besiegen! Bomba, wir machen dich fertig! Warum wird das witzig für mich? Weil ich darf selber nicht angreifen. Wir müssen zuerst zweimal scannen. Das ist ein Schattenpara. Schattenpara sind geflügelte Schattenkupas. Maximal KP 8, Angriffskraft 3, Verteidigung 1. Ohne Flügel sind sie normale Schattenkupas. Ihre Angriffskraft steigt, wenn du sie umkippst. Und sie haben eine Technik, bei der sie dich und deinen Partner zusammen angreifen. Am besten besiegt sie schnell, wenn sie auf dem Rücken liegen. Würde ich ja gerne, aber Clubon esst mich nicht. Und jetzt noch der Schattenkupa.
ein Schattenkupa. Er gehört zur Familie der Kupas. Maximal KP 8, Angriffskraft 3, Verteidigung 1. Anders als ein normaler Kupa greift er auch an, wenn du ihn umkippst. Dann wird er sogar noch stärker und verwendet besonders fiese Attacken. Das ist also wirklich ein finsterer Typ. Besiege ihn lieber schnell. So, dann bist du mal fertig dann. Was sagst du? Ja, ich hab nämlich eine Idee. Ja, danke für den Wolterpilz. Denn ich werde sie mal wieder gegeneinander schlagen lassen. Aber zuallererst mal ein Eierschlag, wirf Eier auf die Gegner und lässt sie schrumpfen. Ja, dann kann ich denn ihre Angriffskraft sogar noch senken. Also es geht wieder mal auf einen los. Das nervt. Ich darf ja nicht angreifen, heißt es. Aber ich darf wenigstens Sternfit machen, oder? Als Supporten ist ja noch erlaubt. Das wird jetzt halt ein langweiliger Kampf. Shit. Der macht jetzt schon mal nichts mehr. So, dann Saugatz. Wird der schon mal Schaden kriegt. Weil solange sie nicht umdrehen, ist gut. Da kann ich dann auf jeden Fall zwei ausschalten. Und nochmal. So, dann sind die schon mal weg. So, für den Rest kann ich jetzt Umbrimna machen. Oder deine Klasse noch einmal. Ich will dennoch seine Angriffskraft schwächen. Okay, der Scheiger hat Panik. So, jetzt kann Umbrina rein. Und ein Multikopfbus. Okay, das war jetzt nicht sehr gut. Aber wenn jetzt eine Spezialtaktik, jetzt macht die nicht mehr so viel Damage. Oder doch? Bei Mara ging sie sogar noch daneben. Erledigt. Das war jetzt ein hart anstrengender Kampf. Und der Gewinner ist Bambaluigi! So geht das! Bamba! Hey, was soll das denn? Die Stahlbräder platzen hier einfach rein? Hast du damals ganz schön fertig gemacht? Das soll mit dir heim! Und jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt. Also, es geht los! Na gut, die wollen also nochmal auf die Fresse. Bitteschön. Könnt ihr gerne haben. Wenn ihr unbedingt es haben wollt. So, dann nochmal ein Sternfit. Ich hätte schon mit einem anderen Gegner gerechnet. Kann doch passieren, dass noch jemand anders zustößt, aber ich weiß nicht genau, wann das passiert. So, dann mal Saugmatz. Euch wieder gegeneinander schlagen lassen.
Und die kann man sehr leicht kontern, um den Schaden komplett zu senken. Wir können zwar denen keinen Schaden machen, aber dafür ist es kommt es zu uns zugute. Und weitere 8 Sternpunkte. Ah, schon wieder verloren! Ja, das war unser Bambaluchi, wie wir ihn kennen und lieben. Ein grandioser Sieg über die Stahlbrüder in einem Kampf ohne Regeln. Bis dann, Schlagbar Bomba. Und wir warten mit Spannung deinen nächsten Kampf. Oder mit Enden unserer heutigen Vorstellung. Also bis bald in der Arena. Das war jetzt wirklich unerwartet. Aber wir haben es gut hingekriegt. So, der nächste Kampf wird interessant. Hey Bomba, schon wieder eine Mail? Langsam wird es spannend. Wenn du weiter herumstöffelst, bist du erledigt. Oh Mann, eine Drohung. Schätze, das ist diesmal aber nicht von X. Nur, wer hat sie uns dann geschickt? Das würde mich jetzt auch interessieren. Wer hat sie dann geschickt? Also wenn es nicht X ist, das irgendjemand scheint da auch noch zu spielen. Vielleicht weiß derjenige auch schon Bescheid, was ich davor habe. Naja. Auf jeden Fall wird der nächste Kampf interessant, sofern jetzt der Support nicht das Angriff gezählt hat. Da kann ich dann euch gleich zeigen, wie ihr dort nämlich sehr gut leveln könnt. Mit einem kleinen Trick. Wenn ich richtig liege? Ja, das Fuzzi-Trio ist das nächste Gegner. Dann schauen wir mal, ob ich die jetzt auch wirklich als Gegner habe oder ob das wieder gelogen ist. Hallo Bomba, du möchtest dich aus dem Kampf anmelden? Also gut, dein folgender Gegner. Das gegen mich auf Rang 6, du kämpfst gegen das Fuzzi-Trio. Im vollen Kampf darfst du deinen Gegner in den ersten 3 Runden nicht angreifen. Und weißt du was, Clubbaum? Scheiß drauf. Gelegentlich sollte ein Profi Schwäche vortäuschen, um die Spannung zu steigen. Also zeig mir einen guten Kampf. Weil ihr könnt es zum Beispiel auch so eiskalt ausnutzen, dass ihr dann einfach immer die Bedingung ignoriert, wenn möglich. Bedeutet halt zwar, dass ich gegen die nochmal antreten muss, aber ich werde den Trick auch nur einmal vorführen pro Kampf. Das heißt, ich werde ihn jetzt auch nur einmal machen. So, wenn ich halt die nochmal antreten soll, dann off-camp, dann mache ich es natürlich legal, dann werde ich den Trick nicht vollführen. Aber ich habe jetzt auch 2 Schaden. Die Gegner fallen im Kampf sind der Krawallkämpfer Bombaluigi und die unersättlichen Sauger, das Fuzzi-Trio. Was war's, Bomba? Wir schaffen das. Fuzzi-U, Fuzzi-U, mehr nach Aussagen, Fuzzi-U! Ja, das kommt mir eigentlich gelegen, ich könnte es jetzt ja zweimal machen, aber das wäre ein bisschen zu fies. Also erstmal angefangen. Ihr seht ja hier den Wald und den Wiesenfuzzi. Schaltet auf jeden Fall zuerst den Wiesenfuzzi aus, weil der ist noch am gefährlichsten. Dann schaltet ihr auch den normalen Fuzzi aus. Der ist dann gleich weiter. Was ist ein Wiesenfuzzi? Wiesenfuzzis haben eine recht hübsche Färbung. Maximal KP 6, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Wiesenfuzzi saugen im Kampf unsere BP ab. Also pass auf, wenn unser PP-Wert niedrig ist. Wenn sie genug PP haben, verwenden Wiesenfuzzis magische Attacken. Dann sollten sie also vorher besiegen. Ah, das ist es. Die PP. In Klammer Blütenpunkte machen diese Wiesenfuzzis so hübsch. Ist doch klar. Und so muss halt der Fuzzi und der Wiesenfuzzi müssen weg. Denn der Waldfuzzi muss überleben. Jetzt zum Trick. Der Waldfuzzi und ich glaube sogar der Wiesenfuzzi können sich vermehren. Und diesen Trick, gut, wenn jetzt das Mehl jetzt kommt, dann kann sie wenigstens mir nicht alles versauen. Die hätte mir auch die Sternpunkte verdoppeln können. Wir müssen halt den Schaden noch ein bisschen hernehmen, aber das ist egal. So wird es jetzt dazu sein, wir lassen dann den Waldfuzzi sich vermehren und werden dann immer das Original besiegen und lassen dann den Klon
sich wieder vermehren und das dann so weiter und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist ein Waldfuzzi. Waldfuzzis finden sich meistens, nun ja, im Wald. Maximal KP 5, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Normale Fuzzis saugen sie deine KP, um sich selbst zu regenerieren. Brrr, die Saugen fühlt sich ziemlich eklig an. Oder wird das vielleicht besser, wenn man sich erst einmal daran gewöhnt hat? Waldfuzzis können sich auch teilen, so hört sich die Zahl der Gegner. Okay, dann ist wahrscheinlich bestätigt, dass es nur die Waldfuzzis können. Du sollst sie also lieber schnell besiegen. Und ich glaube, anders als im Original ist es halt so, dass der Klon auch noch Sternpunkte gibt. Und das wird so lange ausnutzen, bis wir die maximalen Sternpunkte haben. Und damit es für euch jetzt schneller geht, werde ich jetzt auch den Kampf auch cutten, bis zu der Stelle, bis ihr die maximale haben oder annähernd Maximum, werde ich eben, glaube ich, 4. Also den ersten werde ich mit euch noch gemeinsam besiegen. Und danach werdet ihr dann auch cutten. Ja, sie geben immer 4. Und wenn ihr euch heilen wollt, dann benutzt auf jeden Fall immer Sternfit. Ihr könnt sie sogar auch vorschwächen, glaube ich. Aber ich würde es nicht riskieren. Also, wir sehen uns dann gleich wieder, sobald wir bei 96 Sternpunkten sind. Weil dann müssen wir noch einen besiegen, dann haben wir dann die 100 voll. Oder sagen wir mal bei 100, dann kann ich es auch noch so zeigen. Also dann, bis gleich. So, wir sind jetzt auch wieder zurück. Ihr seht jetzt da unten, wir haben jetzt gerade aktuell 96 Sternpunkte. Die großen sind halt 10er und unten 96. Das heißt, wenn ich jetzt die zwei besiegen, hätte ich 104. Aber das Maximum ist leider nur bei 100. Also ich hoffe jetzt nur, dass ich jetzt einen von denen wenigstens down kriege. Gut. Wenn sie sich halt jetzt vermehren, ist es halt so. So, jetzt haben wir die maximale Anzahl. Weil mehr geht jetzt auch nicht mehr. Selbst wenn jetzt Bälle kommen würde und sie verdoppeln würde. Mehr geht nicht als 100. Die Taktik ist zwar sehr ermüdend und dauert auch ziemlich lange. Vor allem wenn mal Zwischenfass kommen, denn wenn man keinen Bock hat, sich zu klonen. Aber es lohnt sich. Hat da einfach 100 Sternenpunkte. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. 100 Sternenpunkte, das kriegt man sonst nirgends. Das könnt ihr so lange machen, wie ihr Lust habt und solange sie überhaupt noch Sternenpunkte geben. Solltet ihr dann keinen Bock mehr haben darauf, dann könnt ihr es auch früher abbrechen. Und wir nehmen jetzt natürlich die Ordenpunkte. Wir müssen zwar nochmal gegen die kämpfen, aber das mache ich dann auch normal und das werde ich dann auch rauskarten. Und die Gewinne ist nach einem sehr langen Kampf Bomba Luigi! So geht das! Ich weiß jetzt nicht, wie viele Minuten ich jetzt dafür verbraucht habe. Wenn ich jetzt Bock hätte, ich könnte es jetzt nochmal tun und nochmal 100 abgreifen. Hey Bomba, Gotzkova hat dir vorhin ein Geschenk von einem Fan gebracht. Dann nehme ich doch das Danke gerne an. Hm, ein leckerer Kuchen, der gibt bestimmt Kraft. Willst du den Kuchen essen? Ja, natürlich, wer würde denn nicht essen? Super, guten Abend, Tit Mario. Der leckere Kuchen hat deine Kräfte regeneriert. So, weil das wird uns jetzt sehr helfen beim Rückkampf. So, jetzt werden wir uns Fortuna ausrüsten, dann sind wir, wenn wir im Vorsicht geboten Status sind, täglicher Schaden, der gegen Mario kommt, halbiert. Sprich, würde er normalerweise 4 Kappe Schaden bekommen, dann kriegt er nur noch 2. Und den Erdbeben. Mario lernt Erdbeben. Diese Attacke kostet ihm 3 Blütenpunkte. Das Erdbeben schadet allen Boden- und Deckengegner. Mehr Boden verbrauchen, mehr bewirken, aber stärker. Weil für mich macht das auf jeden Fall mehr Sinn, wenn ich jetzt ein Erdbeben reinnehme.
Also zum Beispiel Feuerschlag. Und dann habe ich auch schon mal gegen Deckengegner schon mal eine Chance. So, dann werde ich jetzt noch mal speichern und dann gibt es noch mal einen kurzen Cut, weil ich muss dann den Kampf gegen das Fuzzi-Trio noch mal wiederholen. Weil ich wollte jetzt nicht drei Runden warten, in der drei Runden hätten sie, was weiß ich, anstellen können. Also wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. So, das habe ich jetzt noch eingeblendet, den Sieg, damit ihr auch seht, ja, sie hätten immer noch 4 Punkte gegeben. Das heißt, ich hätte das gesamte Prozedere nochmal machen können, um nochmal ein Level Up zu erzwingen. Aber da wäre schon mal, das restliche Abenteuer mal bis zu einem bestimmten Punkt langweilig geworden. Und B, ich hätte nicht die Zeit gehabt und die Nerven. Weil die Bedingung war wieder perfekt gewesen. Ich hätte ihn innerhalb von 5 Runden schlagen müssen. Das heißt, ich hätte es wieder versauen können. Also die Bedingung wäre wieder perfekt gewesen. Als ob das Spiel wollte, dass ich es verhaue. Aber ehrlich gesagt, ich hatte keine Lust mehr. Und ich weiß jetzt nicht, ob nach dem Kampf gegen die Kamek-Dämonen ein weiterer Kampf dazu kommt. Deswegen werde ich mal lieber den Part vorsichtshalber jetzt mal ein bisschen verfrüht beenden. Es tut mir leid für euch, weil ich kann es schon mal ein bisschen mal anteasen. Denn irgendwann zwischen den Kämpfen bis zum Champ kommt noch ein weiterer unangekündigter Kampf. Und der könnte mich dann auch noch einiges in Zeit kosten. Sollte er bei den Kamek-Dämonen auftauchen, dann könnte es sein, dass ich den Part stark überziehen muss, weil derjenige, der dann kommt, der ist dann auch nicht gerade ganz schwach. Also, da bitte ich um Verzeihung, dass ich da jetzt den Part mal früher beende. Weil ich will jetzt nicht riskieren, dass ich dann den Kampf jetzt beginne und dann müsste ich dann zwischendurch pausieren. Weil ich nicht weiß, ob ich noch einen weiteren Part aufnehmen kann, weil das jetzt üblicherweise nur, dass ich normalerweise eigentlich 2 aufnehme. Und das ist jetzt auch der dritte. Also, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir uns dann weiter der Karriereleiter widmen. Das nächste Mal mit den Kamek-Dämonen. Und es war auf jeden Fall für mich eine anstrengende Zeit gegen die Fuzzi-Trios. Aber es hat sich gelohnt, ein komplett gratis Level-Up. Und ich kann mir noch ein zweites verdienen, aber das mal ein richtig legales. Und ich wollte mal den Trick zeigen, damit ihr das auch nutzen könnt, wenn ihr wollt. Kann ich nur empfehlen, aber auf eigene Gefahr. Also dann, bis zum nächsten Part. Ciao.